Setze dich mit gestreckten Beinen auf deine Matte. Fersen ziehen in die Erde, Zehen zeigen zu dir. Die Stabhaltung, Dandasana. Handflächen und Unterkörper drücken kräftig in den Boden. Deine Wirbelsäule ist gestreckt, dein Atem ruhig. Ziehe deinen rechten Fuß zu dir heran. Lege die Fußsohle neben die Außenseite deines linken Oberschenkels. Umfasse mit deinem linken Arm dein rechtes Knie. Einstrecke deinen rechten Arm, aussetze ihn so weit und so dicht wie möglich hinter deinem Rücken ab. Dein Kopf schaut mit geschlossenen Augen über deine rechte Schulter. Dein linker Arm zieht dein rechtes Knie fest zu dir heran. Der halbe Drehsitz. Variation von Adha Matsyendrasana. Adha Matsyendrasana wirkt nervenstärkend, stressabbauend und harmonisierend. Ein, komme zurück zur Mitte. Bringe deine rechte Fußsohle an die Innenseite deines linken Oberschenkels. Lege deine rechte Hand um die Außenseite deiner linken Fußsohle. Einhebe den linken Arm. Aus, lege die linke Handfläche zwischen deine Schulterblätter. Ein, richte dich auf. Aus, gehe sanft in die Drehung. Dein Kopf schaut mit geschlossenen Augen über deine linke Schulter. Die halbgedrehte Vorwärtsbeuge. Variation von Janu Shirasana. Spüre, wie sich deine Atmung durch die Drehung der Wirbelsäule verändert. Löse die linke Hand, bringe sie mit der Einatmung nach vorne und lege sie um die Innenseite deines linken Fußes. Ein, richte dich auf, aus, tauche aus der Hüfte heraus nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Janu Shirasana. Genieße die Dehnung und lasse mit der Ausatmung mehr und mehr aus der Hüfte heraus los. Einatmen, strecke deine Hände nach oben. Ausatmen, Namaste. Strecke dein rechtes Bein, setze deine Handfläche hinter deinem Rücken ab. Finger zeigen weg von dir. Einatmen, hebe dein Becken so weit wie möglich nach oben und versuche deine ganze Fußsohle zum Boden zu bringen. Die schiefe Ebene, Purfot Asana. Diese Übung stärkt die Arme, Beine und den unteren Rücken. Ausatmen, löse die Stellung. Ziehe deinen linken Fuß zu dir heran. Lege die Fußsohle neben die Außenseite deines rechten Oberschenkels. Umfasse mit deinem rechten Arm dein linkes Knie und ziehe es zu dir heran. Einstrecke deinen linken Arm, aussetze ihn so weit und so dicht wie möglich hinter deinem Rücken ab. Dein Kopf dreht sich sanft über deine linke Schulter. Adha Matsyendrasana heilt allgemein nervöse Leiden. Durch die Massage der Bauchorgane werden Gifte abgeführt. Atme tief und bewusst. Ein, komme zurück zur Mitte. Setze deine linke Fußsohle an die Innenseite deines rechten Oberschenkels. Lege deine linke Hand um die Außenseite deiner rechten Fußsohle. Einhebe den rechten Arm, auslege die rechte Handfläche zwischen deine Schulterblätter. Ein, richte dich auf, aus, gehe sanft in die Drehung. Genieße diese Variation von Janu Shirasana und komme mit deiner Aufmerksamkeit in deine Wirbelsäule.
Löse die rechte Hand, bringe sie mit der Einatmung nach vorne und lege sie um die Innenseite deines rechten Fußes. Ein, richte dich auf, aus, tauche aus der Hüfte heraus in Janushirasana. Janushirasana streckt abwechselnd die Rücken- und Seitenmuskeln, stärkt den Rücken, Lenden und Hüfte und macht sie beweglich. Auch regt diese Asana die Nieren, Leber und Bauchspeicheldrüse an und wirkt harmonisierend auf die Verdauung. Einatmen, strecke deine Hände nach oben. Ausatmen, Namaste. Strecke dein linkes Bein, lege die Hände neben dein Gesäß, richte deinen Oberkörper auf und komme für ein paar tiefe Atemzüge zurück in Dandasana. Bringe deine Aufmerksamkeit in deine Wirbelsäule und spüre nach.